Da bin ich wieder zurück aus Neuss, aus der Los Amigos 6. Ich habe hier noch mein Bändchen habe ich noch um. War mega cool. Neue Halle war sehr schön groß und man hat einiges gesehen, aber wichtiger, man hat einige gesehen, einige bekannte Gesichter, Sammlerfreunde und auch Händler. War mega cool, wieder alle zu sehen, die halt miteinander sammeln. Ich wollte gerade sagen, die auch Masters sammeln. Also wirklich Masters sammle ich ja nicht, sondern Turtles. Aber ich habe auch einiges hier an Turtles bekommen. Und am Anfang gab es diese Tasche hier in Blau. Und da war auch einiges drinnen. Und zwar hatte ich einmal, ich hole das mal gerade, einmal diese kleine He-Man-Figur. Ich glaube, es gab unterschiedliche Figuren, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich habe jetzt hier den He-Man in klein, putzig. Dann natürlich Stickers, um das Album mittlerweile zu vervollständigen. Es ist noch nicht voll, aber hoch. Aber es wird immer voller. Jetzt noch mal ein Päckchen. Dann es gab viel zu entdecken. Ich bin zuerst hinein und habe mir erstmal diesen riesengroßen He-Man angeguckt. Schon mega cool, so einen großen He-Man da neben sich zu haben. Dann gab es noch viel zu entdecken. Ich weiß nicht mal, ob ich alles gesehen habe, ehrlich gesagt. Das Schönste war, man hat wieder viele Sammelfreunde angetroffen und konnte sich unterhalten, austauschen und auch ein paar Künstler. Und ich habe hier zum Beispiel diese zwei Base. Das ist einmal Clone in the Dark für meine Turtle-Figuren mitgenommen. Finde ich sehr schön. Die sind schön stabil, schön groß. Und ich bin gespannt, wie das dann leuchtet. Und da ich auch ein paar Masters-Figuren habe, habe ich mir gedacht, nimmst du auch eins von He-Man mit, also von Masters mit. Hier mit dem Logo drauf. Einmal auch das Kärtchen. Kurze Werbung hier habe ich mal mitgenommen, falls ich da noch mehr brauche. Ich finde, die sind schön stabil und sehen richtig cool aus. Bin mal gespannt, wie das dann im Regal aussieht. Habe ich mir gedacht, dann nehme ich mal zwei mit. Dann haben wir. Dann war ich an einem weiteren Stand, also natürlich viel von He-Man gesehen, ganz klar. Los Amigos, Masters Convention, aber auch viele Turtles, überall wo es grün gab. Gut, ab und zu habe ich einen Mothman gesehen und dachte mir, oh, okay, das ist kein Turtle. Ich habe aber auch viele, viele Turtles gefunden und gesehen. Einmal hier diese Turtle-Uhr, die sogar noch funktioniert, habe ich mir gedacht, gut, die wird wahrscheinlich nicht mehr um mein Armgelenk passen, aber die ist voll cool. Die habe ich nie gehabt und habe mir gedacht, die nehme ich mal mit. Sehr schön. Dann habe ich hier diese kleinen Turtles gefunden. Ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt. Das ist ja eins dieser Turtles, mit denen meine Turtle-Sammlung angefangen hat. Ich weiß, es ist ein Bootleg, aber jedes Mal, wenn ich an diesem Turtle vorbeigehe, denke ich mir, okay, den kannst du nicht einfach da liegen lassen. Ich weiß gar nicht, wie viele ich jetzt davon habe. Aber die sind so putzig. Mein allererster Turtle habe ich jetzt nochmal mitgenommen. Und dann habe ich die hier entdeckt, ja. Den Michelangelo hier zum Beispiel, den habe ich noch bei mir in meiner Sammelkiste. Und die anderen habe ich nicht. Und die hier, das weiß ich noch ganz genau, in Darmstadt gab es oder gibt es immer noch dieses Heino-Fest. Da war ein Karussell oder ein Fahrgeschäft. Und oben drüber war der King Kong, der dann eine Frau in der Hand hatte und so, weißes Kleid, blonde Haare, typisch. Und unten drunter war ein kleiner Stand und da waren diese kleinen Turtles. Und den hier habe ich dann bekommen. Den fand ich mega, mega cool und ich wusste gar nicht, dass es noch mehr davon gibt. Ich weiß, ich habe noch eine große Kasper, einen großen Kasper-Kuscheltier gewonnen. Oder meine Mutter hat es vielleicht auch gekauft, ich weiß nicht. Ich dachte irgendwie, ich habe es in Erinnerung, ich hätte es gewonnen. Mega cool. Und da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, als ich die gesehen habe. Und dann noch ihn in Kombi habe ich gedacht, oh, da kommen wieder Kindheitserinnerungen. Die musste ich einfach mitnehmen. Mega cool. So, dann habe ich natürlich noch mehr entdeckt und gesehen. Man kann ja nicht alles mitnehmen. Aber ich habe echt schon einiges Schönes gefunden. Und zwar stand ich an einem Stand und habe mir Turtle-Figuren angeguckt. Und eine nette Dame neben mir hat gesagt, ach, guck mal, da gibt es auch Turtle-Kassetten. Die hätte ich vielleicht beinahe übersehen und dachte ich mir, oh, Turtle-Kassetten, die nimmst du einfach mal mit. Mega Top-Preise, ich war echt überrascht. Positiv überrascht und habe gedacht, komm, die nimmst du mit, die kannst du auch nicht einfach da liegen lassen. Mega cool. Dann habe ich dieses wunderschöne Geschenk bekommen. Vielen lieben Dank.
Ich glaube, das habe ich noch nicht. Es gibt ja mittlerweile so viele und es gab auch damals mega viele. Finde ich mega cool. Das wird auf jeden Fall auch einen schönen Platz bekommen. Finde ich richtig, richtig cool. Habe mich sehr darüber gefreut. Und dann habe ich noch an einem wunderschönen Stand, wo ich auch, es gab ja diese zwei Stände, ich hoffe, ich blende sie ein und vergesse es nicht, gab es 3D-Druck, auch der großen Moser und so. Mega, mega cool. Gab es diesen Schredder und zwar als Licht. Da bin ich echt gespannt, wie das Ganze dann aussieht. Ich habe das noch gar nicht ausgepackt, noch gar nicht die Zeit gehabt, da richtig reinzugucken. Aber das ist wohl der Schredder. Und da bin ich echt gespannt, wie das dann funktioniert und leuchtet. Da freue ich mich schon mega drauf. Vielen lieben Dank dafür. Mega, mega, mega cool. Ja, ich war auf der Los Amigos, auf der Masters Convention, aber wie ihr seht, das sage ich ja jedes Mal, ich bin seit der zweiten Convention dabei, kann man auch ganz beruhigt als Turtle-Fan da hinkommen. Man kriegt so viel Turtles auch angeboten. Und ich bin bei Cetus vorbeigelaufen. Leider habe ich den Raphael verpasst, Masters, Raphael, Turtles, habe leider verpasst, war ein bisschen. Ich war auch sehr aufgeregt. Du kommst da in die Halle rein und du siehst so viel. Du siehst alle möglichen Menschen, die du wieder triffst. Mittlerweile haben sich da schon Freundschaften gebildet. Du freust dich einfach und dann übersiehst du natürlich die eine oder andere Figur. Und selbst wenn man 10-mal da schon in der Halle durchgelaufen ist, du entdeckst immer wieder was. Hier unten, da oben, das ist einfach so viel. Da kann man ja auch nicht überall die Augen haben. Ich habe so meine Sensoren auf grün. ja, und ich war bei Steinedorf. Und habe dieses wunderschöne Set gesehen, sogar mit, na, kriege ich das jetzt auf? Mit Innenleben. Tada! Ich weiß noch nicht, welche Turtles ich da reinpacke, aber ich dachte mir, komm, wenn du sowas von den Turtles siehst, das hatte ich als Kind auch nicht. Und meins hatte ich auch nicht mehr, das war nämlich ein bisschen schlechter vom Zustand. Und da habe ich gedacht, okay, nimmst du das mal mit, hat mich mega gefreut. Mega Preise auch, also über die Preise, die waren richtig, richtig gut. Da habe ich mich sehr gefreut. Also ja, mein Portemonnaie wurde immer kleiner und kleiner. So, es gab natürlich noch mehr Stände und noch mehr zu kaufen und zu sehen. Und ich habe diese wunderschönen Turtles dort entdeckt und gesehen und dachte mir, die nehme ich mit. Eine kleine Zubehörtüte, also es gibt lose Figuren, es gibt wie bei so einem großen Flohmarkt, es gibt lose Figuren, es gibt verpackte Figuren, es gibt so viel. Wenn ich euch zeige, wie viele Turtles ich vor Ort gefunden habe, Turtle-Fans müssen unbedingt auch dahin. So viel, sehr cool. Auch hier an dem Stand, vielen lieben Dank nochmal. Auch für die netten Unterhaltungen, das war echt mega cool, super Stimmung gewesen. Auch so wunderschöne Artworks. Ich blende so das ein oder andere Bild ein, weil es war echt viel. Das alles in einem Video zusammenzukriegen, wird schwierig. Und dann habe ich, ach, ich habe hier noch was, aber das packe ich nicht aus. Danke an Strong Vision. Das ist für den Sven. Das ist nur ein Mitbringsel. Den kleinen Orko gibt es hier noch. Den packe ich jetzt auch nicht aus. Das ist nämlich nicht für mich. Wunderschöne Tüte, passend. Schön, dass man noch, auch das Tupac, glaube ich, gab es noch und ach, vieles. Kleine Miniaturen, das werde ich nach und nach mal zeigen, was es da alles gab. Gab echt viele coole Sachen. Also auch viele Customs und so. Da war ich echt schwer beeindruckt, was der eine oder der andere aus der einen oder anderen Figur oder Burg oder sonstiges gemacht hat. Also richtig coole Sachen. Habe mich da sehr inspirieren lassen, auch für meine Sammlung, für meine Kanalisation, die ich baue. Und zu guter Letzt dürfen wir nicht vergessen, mein großer Turtle, den ich verpasst hatte, der wurde nochmal neu aufgelegt, habe ich bei Time for Action gefunden, gesehen und bin zweimal dran vorbeigelaufen und dachte mir, oh, sollst du nicht. Und ja, bei dem tollen Preis habe ich gedacht, komm, der fehlt dir noch, den nimmst du unbedingt mit und freue mich mega, den dann auszupacken. Die sind echt mega cool geworden. Das sind wirklich so schöne Figuren. Die von NECA 1 zu 4. Also, das ist. Mir fehlt jetzt noch der Michelangelo und dann habe ich sie vollständig. Mega schöne Figuren. Wie kann man da. Wie kann man bei diesem schönen Gesicht Nein sagen? Ja. Mega cool. War ein wunderschönes Event. Die Fahrt hat sich gelohnt. War ein bisschen anstrengend, lang gefahren, aber gut durchgekommen.
Und vielen lieben Dank an alle für die wunderschönen Geschenke. War mega cool, hat mega Spaß gemacht, den einen oder anderen wieder anzutreffen, sich zu unterhalten. Hat also die ganzen netten Gespräche, war echt mega cool, hat richtig viel Spaß gemacht. Meinetwegen könnte das Event auch 2-3 Tage lang übergehen. Wäre auch mega cool. Nicht so cool fürs Portemonnaie, weil es gab echt viel zu sehen. Viele coole Turtles, viele tolle Angebote. Und ja, freue mich schon aufs nächste Jahr, würde ich sagen. Dann vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.